Ja, meine Freunde, willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem neuen Part Endzeit 3. Das Mikrofon macht irgendwie nochmal das nicht, was es soll. Ich habe wieder das Kette im Laufwerk, wie ihr gleich sehen werdet, und natürlich, wir spielen von Original. Ich möchte aber, bevor wir hier anfangen, bevor ich die Musik laufen lasse, möchte ich hier erstens mal sagen, wie gesagt, hier Original-Diskette. Liebe Dank, lieber Eckhard Bockheed, für dieses wunderbare Spiel. So. Wir legen die Safe-Diskette ein. Und damit ist eigentlich auch der Grund, warum das Ding so nahe steht, hier eigentlich erledigt, weil das hier ist unser Hauptaugenmerk. Ja, erstens, Entschuldigung für die Soundeinstellung. Ich würde es gern irgendwie anders machen. Auch hier Ingame-Sound, ich höre nichts mehr. Wenn ich könnte theoretisch das Ganze über Grabber laufen lassen, dann hat er aber einen Nachhall und ich kann die Lautstärke aus irgendwelchen Gründen nicht regulieren. Mein OBS hat wieder ein Update bekommen und ich sage mal, die Verhacksemmeln mit einem Update ist einen selber und ich könnte heulen. Ich könnte wahnsinnig werden. Ich hätte gerne mal mein altes OBS, was wunderbar funktioniert hat. Ich muss wieder Steamlabs OBS probieren, holen, sonst läuft es nicht. Dann ein Dankeschön an die Kommentare von Amiga. 4 Stunden war ein bisschen hart, gebe ich ganz offen ehrlich zu. Und deshalb würde ich sagen, wir machen das in Zukunft so. Wenn das nochmal an die 4 Stunden dauert, werde ich es in 1-Stunden-Parts rendern. Ist auch besser, weil ich habe nämlich am Freitag, das kann ich ruhig nebenbei mal ein bisschen erzählen, bevor wir hier anfangen, habe ich an einem neuen Kanal-Trailer, Kanal-Video gearbeitet. 10 Jahre Partool on YouTube. Nächstes Jahr ist es soweit. Nächstes Jahr, also ich bin schon eigentlich über 10 Jahre eigentlich hier auf YouTube. Man könnte sagen, ich bin schon seit 13 Jahren hier auf YouTube. Sekunde, überlegen ganz kurz. Ja, 13 Jahre haut's hin, sogar 14 Jahre. 14 Jahre hier auf YouTube, 2009. Und wir haben 2023, da muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Ja, aber dieser Kanal hier, dieser Kanal Partikulatur existiert seit fast 10 Jahren. Das heißt, 4 Jahre gab es immer hin und her, habe ich Kanäle gelöscht, habe ich keinen Bock gehabt, habe ich gedacht, komm, mach's Mitleid und so weiter. Ja, aber im Endeffekt hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich behalte diesen Kanal bei. Und dieser Kanal hat auch 10 Jahre wunderbar gehalten. 10 Jahre und 400 Abonnenten. Andere Leute haben in 10 Jahren Tausende von Abonnenten. Hunderttausende von Abonnenten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe lieber auch meine kleine Community hier um mich herum mit so, sage ich mal, 50 Abonnenten, weil ich sage, 50 Abonnenten, davon gehe ich aus, sind meine reguläre Viewerzahl. Oder sagen wir mal, meine Abonnenten sind ungefähr mal 30%, die meine Videos angucken. Und 70% sind halt Nicht-Abonnenten. Ihr müsst aber auch meinen Kanal nicht abonnieren, denn ich lasse auch mal Sachen laufen, die ihr nicht sehen möchtet. Deshalb, ich werde ja auch jetzt, mit ein bisschen mehr Videos mache ich momentan und es macht auch wieder Spaß. Jetzt ist aber Folgendes. Wie gesagt, der Kanal-Trailer soll nächstes Jahr im April rauskommen, weil mein Kanal ist seit, ich glaube, 16. April 2014 ist er aktiv. Die Videos von früher habe ich nicht gemacht, aber ich habe so ein bisschen was schon, ne? Und ich bastel da momentan an einem Musikvideo bzw. Kanal-Trailer-Video rum, wo ich eigentlich vom ersten Video, das hier drauf ist, frühere Videos, die früher existiert haben, habe ich nicht mehr. Auch meine Dart-Videos existieren nicht mehr. Die werden auch nicht kommen, aber alles, was hier auf meinem Kanal läuft, das heißt, was ihr in dem Trailer seht, ist von dem Kanal hier auf meinem Kanal und wird auch nicht mehr runtergeholt. Das heißt, wenn ihr euch das angucken möchtet, fragt mich. Ich versuche natürlich in die Beschreibung zu schreiben, was für Spiele das waren. Und dann könnt ihr euch nach diesen Kanälen suchen. Ihr könnt auch nach diesen Spielen suchen. In den Playlisten meistens findet ihr das. Aber noch ist es nicht so weit. Ich habe noch ein ganzes Jahr Zeit, um diesen Trailer zu machen. Es ist auch eine ganze Menge Arbeit. Das Video dauert, also das Lied dauert 4 Minuten und 20 ungefähr. Und ja, da möchte ich einiges reinhauen an Videos. Und die muss ich zuerst von meinem Kanal runterladen, dann hier ins Videoschneideprogramm bearbeiten und dann wunderschön ein Video draus machen. Apropos Videoschneideprogramm. Ich habe ja das History Line Video 4 Stunden habe ich zuerst rendern wollen.
und wollte es quasi hier auf meine SD, also auf meine mit SD-Karte, auf meine es gibt normale IDE und das hier ist die wie heißt die neue Format? Ach, Himmel, Herrgott, auch schon zwölf. Seht ihr, ich guck mal, wenn da drauf, wie die Festplatten heißen. Moment. SSD. Ja, ich musste noch meine Xbox gucken. SSD. Ich wollte es auf meiner SSD speichern. Da ist aber momentan nicht mehr so genug Platz und der hat dann so ungefähr bei 80% hat er beim Rendern vom Video gesagt, ja, die Festplatte ist voll. Und ich dann so, okay, gut, also alles auf die externe Festplatte. Das heißt, ich habe über eine Stunde gewartet. Video wurde nicht fertig von History Line. Und dann habe ich es 2 Stunden auf die externe Festplatte kopiert. Dann habe ich das versucht bei YouTube hochzuladen und nach 5 Minuten, 10 Minuten war 1% hochgeladen und ich habe gesagt, nee, es ist abends um 8, also abends um 7 habe ich gesagt, das mache ich heute nicht mehr, das war am Samstag und da habe ich dann gesagt, pass auf, am Sonntagmorgen gehe ich auf die Arbeit, da lade ich das Video hoch, dann kann ich den ganzen Morgen hochladen, ist ja auch hochgekommen. Und nein, das Intro ist quasi nicht neu. Das Intro, wenn du das Intro siehst, weißt du, also von Amiga History Line, was ich jetzt am Sonntag hochgeladen habe, also gestern hochgeladen habe, wenn ihr das Intro seht, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass das, sag ich mal, das Replay ist, was ich wieder gespielt habe. Weil ich habe ja schon mal History Line gespielt und auch in den Livestreams, da war ein anderes Intro, wenn ich überhaupt ein Intro davor hatte. Naja, gut. Jetzt aber hier wieder zu Endzeit 3, hier zu unserem Endzeit 3. Wir machen ganz kurz die Musik an. Ich hoffe, dass die Musik nicht so laut ist. So, dann mache ich sie ein kleines bisschen leiser. Und ich minimiere das und stelle das mal dahin. Und es ist so. Ich hasse das, wenn der. Kennt ihr das? Ihr seid. Das hasse ich so an diesem Windows, ne? Ihr macht euch ein Fenster. Groß, ne? Dann macht ihr das Programm zu und dann macht ihr das Programm nochmal auf und dann ist das riesiges Fenster. Das ist Vollbild. Wenn ihr versucht, das auf einen zweiten Monitor zu ziehen, vergrößert sich das Fenster. Zum Heulen. Also nicht minimieren, weil sonst macht jedes zu bei einem Kanal, bei einem Musikwechsel macht's Bing. Wollen wir nicht. So, der liebe Sven Markus hat mir geschrieben. Ich möge doch bitte hingehen. Wir können ja mal ganz kurz laden. Von Disc. Ihr hört also keine Musik vom Hintergrund aus dem Spiel. Das habe ich auch versucht rauszukriegen, woran das liegt. Ich könnte es theoretisch über den Grabber machen, da habt ihr aber ein Rauschen im Hintergrund. Warum dieses Rauschen im Hintergrund ist, weiß ich nicht. Ich glaube, mein PC geht langsam in den Arsch. Wäre scheiße, obwohl ich habe noch einen Ersatz-PC, da muss ich den nutzen. Das wird aber auch lustig. Jedenfalls, wir haben auf 21 beim letzten Mal gespeichert. Ich habe mir diese Zahl aufgeschrieben, 21, diesen Speicherpunkt. Warum habe ich mir das aufgeschrieben? Der liebe Sven Markus hat gesagt, wir haben ja einen neuen eine neue Aria. Ah, übrigens, ich habe meinen Spitzer wieder gefunden. Der war natürlich in der Küche, wo er nicht hingehört. Ja, wir haben ja hier ein neues, nee, nicht hier. Hier haben wir ein neues. War das hier? Nee, oder? Nee, hier wird das nicht. Wo war denn das? Moment, war das doch auf dem anderen Platz? Hallo, Tante, Onkel? War das hier? Nö. Hä? Alter, ich suche gerade meinen Platz, auf dem ich hier den Speicherpunkt gemacht habe. Ach, ja. Hier, ich hab's wieder. Wir sind ja beim Daniel. Hier. Und der Daniel, der ist ja D wie Daniel. Und der liebe Captain Tebos, Grüße gehen raus. Der kommt hier oben hin. Und ich habe ja gefragt, liebe Freunde, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Werden wir jetzt hingehen und werden wir, ich mache das mal so, dass man auch sieht, dass ich hier auf der Karte was zeichne. Werden wir das Ganze so abfrühstücken, dass ich, apropos, wenn es Katzener Musik gibt, habe ich mir einen neuen Kaffee geholt. Weil der geht nämlich langsam leer. Oder ich könnte auch jetzt einfach nur Cola trinken. Dann brauche ich nicht so Katzen. So, ich habe ja nachgefragt und da hat der liebe Sven Markus hat gesagt, ja, pass mal auf,
wäre es ja am liebsten, wenn du hier im Neugebiet rumläufst und da quasi nach Wasser suchst. Das werden wir auch jetzt tun. Deshalb habe ich mir aber zur Sicherheit den Speicherpunkt 21 aufgeschrieben, weil sollten wir hier gnadenlos versagen, kann ich sagen, okay, Speicherpunkt 21 war der Savepunkt, wo wir jetzt anfangen. Dann weiß ich, wenn das klappt nicht mit dem Wassersuchen, also nicht. Gut, wir gucken uns erstmal die Bewaffnung an. Okay, da ist nicht mehr so viel. Dann gehen wir auf den XG-Strahler. Wir haben Brot, wir können aber nichts mehr essen, weil wir schon bei 45 Energie sind. Wir haben 10.000 Erfahrungen, uns fehlt noch 3.000 Erfahrungen, um ein bisschen aufzuleveln. So. Sonst ist es nicht richtig, da bin ich da. Also, wie lernen wir draus? Natürlich pro Bild speichern. Warum? Disk 22, warum? Ganz einfach, wir sterben hier ganz schnell. So, wie gesagt, Entschuldigung für die schlechte Qualität. Das Problem ist, das hört sich jetzt so schlecht an, weil Rauschunterdrückung und da sind Verstärker drin, eine Rauschunterdrückung, guten Morgen Patrick, eine Rauschunterdrückung. Ich muss das ganz kurz gucken, damit ich euch sage, warum ihr das Gespräch hier bei mir so schlecht hört. Es sind drei Filter drin, und zwar Audioverstärkung, Rauschunterdrückung und Noise Gate. So. Deshalb, also manchmal hört man mich ein bisschen abgehackt, deshalb, also ne, ich finde das ja toll, dass ich jetzt hier das Fenster aufgemacht habe, also die Rolle dann hochgemacht haben, dass ich jetzt nicht das Licht anmachen muss. Problem ist, wenn von der Seite die Sonne reingeknallt kommt, sitze ich da und werde ein bisschen geblendet trotzdem und kann nicht mehr so ganz gucken, was da ist. So, wir wollen aber jetzt dahin. Es kann sein, dass ich diese Map wieder von vorne zeichnen muss, weil ich habe ja hier, ne? Ich habe hier Platz. Und ich glaube, das werde ich auch so tun. Weil ich glaube, das geht hier noch weiter. Also in diese Richtung. Nein, geht es nicht, denn hier ist eine Sicherheitstür. Moment, die Sicherheitstüren haben doch einen bestimmten 5. Und diese Sicherheitstür ist gelb. Da schreibe ich unten drunter G für gelb. Okay, dann speichern wir hier wieder ab unter 24. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, einmal nicht gespeichert, direkt einen auf den Deckel gekriegt. Alien tötet mich. Schon laden von Disk 24. Währenddessen mache ich mal die Rollos runter. Und ich gehe mal was zu trinken holen. Also während das Ding lädt. Schnell, so schnell war ich gar nicht. Entschuldigung, das hat so lange gedauert. Wie gesagt, ich finde das toll, dass die Sonne scheint. Das Problem ist, ich habe hier wirklich Sonnenseite. Das ist so schlimm. Das Witzige an der ganzen Sache ist ganz einfach. Das Witzige an der ganzen Sache ist, ich muss ja meistens hier die Rollos runter machen. Die habe ich am Anfang die ganze Zeit runter gehabt, weil hier hat mir ein C64-Disketten alles gestanden. Die stehen jetzt im Schrank, also die werden von der Sonne nicht mehr angefasst.
Aber trotzdem, gelegentlich muss ich die Rollos nochmal runter machen, damit das Zeug, was hier bei mir im Schrank steht, nicht vergilbt. Und jetzt mache ich die Rollos runter, jetzt geht die Sonne weg. Ne, so ist. Ich habe Probleme, Leute. Also ich habe hier Probleme, die hat keiner. Am besten suche ich mir irgendwann eine neue Wohnung. In dieser neuen Wohnung werde ich Folgendes machen. Und zwar werde ich mir einen Raum holen, der komplett abgedunkelt ist, keine Fenster hat. Da baue ich dann eine Lampe rein und dann viel Spaß. Wird mein Aufnahmeraum. Zur Not gehe ich aufs Klo. So. Okay. Ja, jetzt schon Alien. Das ist aber... Okay. Ja, das Problem ist, wie gesagt, ich hätte ja auf der einen Seite hätte ich es gern auf leicht gespielt. Weil dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Probleme, wie wir sie jetzt haben. Das Problem ist einfach nur, ich bin bereits so weit. Und ich denke, ich werde es auch noch weiter schaffen. Ich muss halt einfach nur durchhalten. Ich kann nichts essen, weil meine Nahrung vollständig ist. Ladendisk 24. Okay. Jetzt müssen wir wieder drauf hoffen. Ich habe natürlich nicht abgespeichert. Jetzt müssen wir wieder so weit arbeiten, dass wir wieder zurückkommen. Denn jetzt habe ich vor, eventuell nach unten zu gehen. Weil jetzt haben wir die Möglichkeit, da nach unten zu gehen. Und da will ich das tun. Wenn ich denn bis dahin komme. Das heißt 1, 2, 3 und dann nach unten. Gut. Seht ihr, wenn ich jeden Screen speichere, dann läuft das. Weil jetzt mache ich einen Screen bestimmt und das funktioniert. Ohne Speichern gehe ich an einen zweiten direkten Gegner. Auf. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe es gerade gewusst, dass das passiert. Ja, ich hatte keine Molotov-Cocktails. Ich habe mal gedacht, dass ich das habe. Das habe ich schon wieder vergessen, was für eine Zahl ich gespeichert habe. 26, okay. Wie gesagt, ich werde versuchen, in Zukunft die Parts immer ein bisschen länger, beziehungsweise wir werden jetzt uns ein Ziel setzen und da wir ja so lange brauchen, würde ich sagen, wir arbeiten uns jetzt zu der Kreuzung nach unten durch. Vorausgesetzt, ich kriege das hin. Ist ja nur noch eins und dann geht's nach unten und dann geht's weiter. So, das ist dann 28 und jetzt geht's nach unten weiter. Dann gucken wir, wie weit wir da kommen. Ich habe nämlich das Gefühl, hier unten geht's dann nach rechts und dann einmal dann wieder nach oben. Und dann sind wir quasi hier und es wird ein Kreis. Ja, das ist eine gelbe Tür, das ist eine gelbe Tür. Wir haben eigentlich eine ganze Menge gelber Sicherheitstüren. Sekunde. Gucke ich mal auf der alten Map. Da haben wir eigentlich nichts mehr, ne? Wir sind eigentlich hier durch.
Wir sind eigentlich, was das angeht, die alten Karten sind wir durch. Da sind wir eigentlich jetzt ein. Ja, wir sind eigentlich hier. Ja. Aha, sag ich doch.28 haben wir schon gehabt, ne? Genau. Disk 29. So. Und da könnten wir jetzt rein theoretisch jetzt, wenn wir nach rechts gehen, nach zu nach Osten gehen, könnten wir rein theoretisch eine T-Kreuzung kriegen, die einmal nach Norden geht und einmal nach Osten geht. Na toll. So, die geht in alle Richtungen. So, dann würde ich sagen, gehen wir nach Norden. Weil dann würde ich nämlich sagen, wenn wir hier jetzt sind, hier sind wir, hier, dann gehen wir nach Norden. Vielleicht finden wir hier was Interessantes. Wie ein Alien zum Beispiel. Das Alien tötet mich, das finde ich ganz nice. Also eigentlich finde ich es nicht so nice. So, gucken wir mal. Ja, das Problem ist halt momentan wenig Energie. Keine Kräuter. Schlecht. Sehr schlecht. Das ist jetzt Verarsche. Okay. Auch auf die Gefahr hin. Weil ich lade lieber dann von Disk. Wenn ich jetzt runtergehe, ist garantiert ein Gegner da. Deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt dann. Wo können wir jetzt weiter hingehen? Nach Osten, nach Süden. Ich würde sagen, wir gehen nach Süden weiter. Okay, das Thema hat sich auch erledigt. Ich will die Gefahr nicht. Ich will doch nie auf die Gefahr betreten, dass ich jetzt nach oben gehe, direkt einen Gegner, weil da muss ich über 30 wieder laden. Also machen wir das gleich. Dann haben wir es hinter uns. Ja, das Alien tötet mich. Das ist natürlich sehr schlecht. So. Da geht es jetzt, glaube ich, nach Norden und nach Westen, weil nicht, wenn wir jetzt hier rüber gehen, genau. Dann haben wir das abgeschlossen. So, also wir haben 1, 2, 3 Sicherheitstüren, um die wir uns kümmern müssen. Das heißt, also, wir haben jetzt schon einen abgeschlossenen Bereich bis halt, sage ich jetzt nochmal, hier kommt eine Sicherheitstür. Ansonsten haben wir jetzt einen abgeschlossenen Bereich. Daniel war da. Okay, dann würde ich ja glatt behaupten. Dann können wir wieder bei. Es ist ja nichts dazugekommen. Wir haben ja nichts dazu gekriegt. Also würde ich sagen, laden wir wieder bei 21 bei Daniel. Disk 21 bei Daniel. Interagieren, untersuchen. Ich beobachte dich schon länger, etc. pp. Sagen wir, können. Komm, was? Rohe Fische. Rohe Fische. Fisch roh. 5. Also muss ich zuerst rohe Fische. Sekunde. Gab es da irgendjemand, der roher Fisch hatte? Hatte ich irgendwo einer? Loher Fisch. Loher Fisch hatte Chef. Der will aber Kräuter dafür haben. Das sehe ich nicht ein. Ja, dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal nochmal die Gegner platt machen kann. Hoffe ich doch.
Alien tötet mich. Ja, das ist schlecht. Warte mal. Blödsinn. Wo war ich denn da gewesen? Disk 26. Ich brauche eigentlich nur zur Kreuzung. Bin ich bescheuert? Ich brauchte nur bis zur Kreuzung. Ich muss nur die Kreuzung wiederfinden. Wo war der Ladepunkt für die Kreuzung? Der war da. 26, 27, 28. Disk 28. Dann sollte man theoretisch an dieser Kreuzung sein. Genau da, wo ich hin wollte. Disk 31. Weil jetzt gehen wir nach oben. Ah, ich kann mich teleportieren mit meinen Speicherpunkten. Das ist ja nice. Okay. So, genau das. So, dann machen wir hier speichern. Disk 32. So. Wir können nach oben, wir können nach links. Ich würde sagen, wir gehen dann mal schnurstracks nach links. Ich glaube, da war ich schon überall gewesen. Das ist eine Alienwache. Die Alienwache, die braucht Molotow-Cocktails. Ja, dafür will er alles nice jetzt. Die kriege ich von Abigail. Die will Fisch roh, aber ich brauche nochmal Fisch roh. Das ist sowas von schlimm. Okay, dann gehen wir nach Norden. Ist auch eine Alienwache. Ja, aber ich kann da nicht. Also hier oben haben wir jedenfalls eine Alienwache. AW. Und hier haben wir auch eine AW. Ja, ich würde glatt behaupten, wir hören hier auf. Wir haben hier nur ungefähr die 30 Minuten. Neun war der Transmitter. War Treppenhaus. Naja, gut. Gucken wir mal, was wir im nächsten Part reißen können. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Euer Partypartool. Bye, bye.